während sich der Friedenswächter... Hallöchen, meine kleinen Revoluzzer-Freunde, und willkommen zurück zu Homefront. Wir werfen mal einen kleinen Blick auf die Karte. Wir haben ja eigentlich vom Prinzip her alles befreit, aber jetzt müssen wir natürlich hier hinten den Quellcode noch organisieren. Und das machen wir jetzt gleich mal. So. Erstmal kurzhand durchgucken, was wir denn alles so an Waffen haben. Ich glaube, Munition sollten wir vielleicht nochmal eine Runde auffüllen. Und Stuff verkaufen. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. So, ich bin mal gespannt, was denn jetzt dann alles so geschehen mag. Wenn wir das haben, war, da ist es. Wertsachen verkaufen, $600. Na, da können wir doch nicht allzu viel machen. Huch. Komm schon. Ah, das sind noch Nebenmissionen. Hoffentlich haben wir heute mal Glück, was? Einer unserer Männer glaubt, wir könnten Drohnen-Startgeräte einsetzen, um Leute in Notlagenvorräte zu schicken. Er braucht Bilder von ihnen, um deren Operation zu verstehen. Dann werden die Nächsten ein Spaziergang. Bleib einfach locker. Es soll doch friedlich bleiben. Scharfschützen auskundschaften. KVA-Scharfschützen werden um die rote Zone positioniert. Wir müssen Erfahrung bringen, wo sie sich genau befinden, damit unsere Teams nicht in eine Todesfalle. Mach mal eine Pause, Freund. Was haben wir noch? Munition ist für Guerillakämpfer immer ein Problem, aber es gibt auch andere Wege, unseren Feind auszuschalten. Bleib einfach locker. Es soll doch friedlich bleiben. Alles gut. Ich war früher in einem Büro. Wirklich langweilig. Ja, ja. Hier, die Mrs. kommt mit. Hier ging das runter, ne? Genau. Kommt die jetzt eigentlich mit, oder? Eher nicht so. Momentan sieht es hier nach eher nicht so aus, ne? Gibt es hier irgendwo ein Moped? Geh da mal. Dann laufen wir halt. Ist ja auch halb so schlimm. Da ist ein Moped. Da war eine Drohne, da hätte ich jetzt ein Foto machen können. Naja, egal. Wie komme ich da rein? Zivilisten sind unter keinen Umständen in der roten Zone. Hier so. Sollten Sie die rote Zone unabsichtlich betreten haben, melden Sie sich und gehen beim nächsten Friedenswächter. Ja, das, ich bin zufällig hier gelandet. Weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Auf geht's. Nee, du nicht. Würde mal interessieren, ob man diese großen Schiffe da... Oh, schönen guten Tag. Runterholen kann. So ein bisschen Zickzack fahren, dass sie mich nicht erwischen. Shit. Shit. Ja. Wie komme ich dem denn? Wahrscheinlich irgendwo unter einem Dach, wa? So, ich lasse das Moped mal kurzhand hier stehen, bis ich in Sicherheit bin. Kann man sich da verstecken? Ja, nicht so, ha? So, verkrümelt euch. Sonst wäre ich sauer. Bin ich noch geschützt? Da bin ich noch geschützt. Oh shit. Ich hoffe, das werden jetzt nicht allzu viele.
Wie viel kommen denn da noch, sag mal? Ich hab halt die ganze KV ausgelöscht. Aber es gibt Eisgeld. Oh, es sollte mich heilen vielleicht. So, meine Jungs sind auch da. Das ist auch fein. Sorry, Digga, ich hab die große Wumme. So ja wohl nicht. So, das Schiff ist jetzt endlich weg, ne? Ist gut. Aber das nachladen, wenn weil die Bühne zu lange dauern würde. So, hat sich doch geldmäßig eigentlich mal ganz gut rentiert. Und da hinten ist noch irgendwo ein Radio. Hier da. Oh, 97% Herzen und Gedanken. Das ist schön. Mein Moped ist nur weg. Muss ich mir da ein neues holen? Oh nein. Oh. Ist denn noch weit bis zu unserem Ziel? Naja, Hälfte haben wir. Meine Gesundheitskits sind voll, na gut. Wenn ihr das sagt, dann wird das so sein. Oh, ich fahre wie der erste Mensch. Komm jetzt. Warte mal. Nee, verkaufen konnte man da, glaube ich, nicht. Weil bevor ich dann da hingehe, wer weiß, was mich da erwartet, hätte ich gerne noch meine Wertsachen irgendwie losgebracht. Hallo. Miau. Hier zum Beispiel. Muss ich nur noch den Eingang finden. Habe ich ihn ja aufgemacht. Hier oder so. Moin. So, wo habt ihr denn hier dieses Terminal-Munition irgendwas Gedöns? Nein, die möchte ich nicht. Ich möchte hier ein Terminal. Terminal, Terminal. Seht ihr nur diesen Ort? Oder hier? Ich werde den Nox nie verzeihen, dass sie unsere Stadt zerstört haben. Ja, das sind alles irgendwelche objektiven Dinge. Ob oder ob nicht, ist doch egal. Das Ding hier ist toll, was wir haben. Das muss man so sehen. So, aber ich glaube, hier gibt es gar keine Munition. Kommen wir unterwegs nochmal an irgendwas vorbei? Naja, wir müssen hier nach Norden. Na gut, fahren wir nach Norden. So, Mopete her. Und los geht's. Win, win, win. Okay, auf dem Hinterreifen fahren ist nicht so toll. So, wo ging's denn hier nochmal rein? Halt. Einfach nur peinlich, Mann. Schubladen sind leer. Boah, Schuhe. Wer versteckt denn Schuhe im Sofa? Ist doch total unangenehm. Ach, das hier, das Waffendingsbums von dem crazy Typen. Da waren wir ja auch schon allzu lange her ist nicht, ne? Ich glaube nicht. So, ist das irgendwas hier vielleicht noch? Kämpfen ist nee. Zweifelsohne nicht einfach. So, Wertsachen verkaufen. 790. Können wir noch irgendetwas gebrauchen? Aufsätze. Das hat Zoom mit drin. Das hat keinen Zoom mit drin. Und wie schaut denn das aus mit einem Laservisier? Wollen wir das mal mit drauf basteln?
Oder hier für vorne diese Mündungsbremse könnte man auch noch mit drauf basteln. Komm, das kaufen wir uns jetzt einfach mal. Und dann modifizieren wir unsere Waffen mal schnell durch. Vorne, Mündungs, genau. Unterlauf haben wir. Ich habe gehört, dass uns die Munition ausgeht. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. So, Bi-Munition. Und dann das hier. Ich kann nicht an die Leute denken, die ich getötet habe. So, dann haben wir das drauf gebastelt. Unterlauf. Da könnte ein Laservisier drauf. Das können wir uns dann noch die Tage holen. Gut, na dann, auf zur Mopete. Und dort rüber, hier da so. Brady, hier spricht Crawford. Du bist fast da. Ich schlage vor, du suchst dir ein Häuserdach in der Nähe der Linie. Von dort aus hast du die beste Chance, den Zug mit einem Heckgerät zu treffen. Sobald der Zug stehen bleibt, musst du dich ihm nur noch nähern. Den Rest erledigt dann dein Smartphone. Okay, gut, dass ich deckende Software habe. So, nach oben. Jetzt natürlich die Frage, hier so. Das ist ein perfekter Aussichtspunkt, Brady. Jetzt musst du nur noch die nächste Monorail hacken, die vorbeikommt. Okay. Und wie? Das wäre vielleicht auch noch eine recht informative Info. Jetzt habe ich natürlich keinen Stift, verdammt. Lade dir mit einem Hackgerät die Sicherheitscodes runter. Achso, ich muss... Okay. Muss das alles ein bisschen früher machen. Brady, du musst die Monorail mit einem Hackgerät treffen, damit sie stehen bleibt. Mit... Was? Ah... Hihihi. Sag das doch gleich. Mein Gott, wir hätten das schon lange hacken können. So, da kommt sie. Der Monorail. So, na komm. Was? Verbindung verloren? Shit. Okay, ich muss früher werfen, damit die bei mir stehen bleibt. Meine Güte. Ich kann da aber auch nicht drauf, ne? Da bin ich tot. Okay, sie gibt wieder Gas. Meine Güte, ey. Genarf. Nicht runterfallen. So. Was passiert eigentlich, wenn eine zweite Monorail kommt? Explodieren die dann, wenn sie ineinander krachen? Nicht wundern, wenn es hier irgendwelche komischen Geräusche gibt. Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Stift. Ich hatte mal einen hier. Der hat sich aber, glaube ich, irgendwie selbstständig gemacht. Meine Güte. Oh, da kommt sie. Ah, super. Sehr schön. Bravo, Brady. Wir erhalten die Daten. Die Jawohl. Programmierer sind mit der Konfiguration des Trojaners in wenigen Minuten fertig. Dann kann er hochgeladen werden.
Ich schlage vor, du machst dich auf den Weg zum nächsten Scanner. Ich schicke dir ihre Standorte auf dein Smartphone. Okay. Das sind jetzt die drei, die wir bis jetzt noch nicht machen konnten. Kriegen wir hin. So, Mopete. Andere Seite. Mit so einem Bagger würde ich ja auch gerne fahren, ne? Oh, noch ein Versteck. Wir können mal gucken, haben wir in der Nähe denn irgendwo hier dieses Gedanken- und Herzengedöns? Da ist zum Beispiel ein Radio, das können wir noch schnell machen. Damit wir hier in der Gegend auch mal langsam 100% bekommen, damit wir hier ein bisschen voll abrevoluzern. So, es ist oben. 98%. Zwei Stück brauchen wir noch. Könnt ihr euch erinnern, wie begeistert wir von Technologie waren? Wir haben bei jeder Erneuerung gegurrt und gestöhnt und über neue Features und Verbesserungen. So. Das wird jetzt alles so weit weg und so weiter. Mal gucken, unterwegs finden wir bestimmt noch zwei Radios, dass wir das. Ups. Ich dachte eigentlich, da kann ich durchfahren. Dass wir das noch aktivieren. Da bin ich mal gespannt, wenn wir die 100% erreicht haben, was dann passiert. Ob es hier genauso Aufstände wie in der gelben Zone gibt? Ich bezweifle es ehrlich gesagt ein bisschen. Dafür gibt es hier zu wenige Zivilisten. Und hier haben wir unsere zwei Radios. So, gibt es hier eine Schanze oder irgendwie was? Muss ich da hochkommen? Nee, muss ich wahrscheinlich da drüber laufen. Ja? Ach, warte, hier. Hab ich gesehen. So, und dann gibt es da hinten das Radio. Sie 99% und Stress im Anflug. Würden von den besten Lehrern. So, schnell aufs Moped und weiter. Nach links müssen wir für das letzte Radio. Dachte ich, doch da. Nee, dachte schon, ich muss da hochfahren. Jawohl. Oder reicht das nicht? Muss ich da noch eine machen? Na egal, dann machen wir halt noch eins unterwegs. Ist ja auch halb so schlimm. Hä? Schnell auf da. Da ist noch eins. Ich bin in San Francisco aufgewachsen. Okay, wir haben definitiv 100% der Gedanken und Herzen, aber wird wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet. Dann machen wir jetzt erstmal diesen komischen Scanner. Da oben. Na ja, gehen wir schnell hoch. 6 von 10 haben wir schon. Können wir ja eben die 4 Stück auch noch machen. Wenn sie unterwegs irgendwo auffindbar sind. Zum Beispiel der. Wäre ja Nummer 7 von 10. So. Aufgesattelt und weiter geht's. Und weiter geht's, sag ich. Der Trojaner ist einsatzbereit. Jetzt muss er nur noch in die Sicherheitsscanner hochgeladen werden. Das Zugriffsterminal sollte sich oben auf jedem Scanner befinden. Pass auf, dass du nicht erwischt wirst. Wenn die KVA merkt, was wir tun, dann scheitert der gesamte Plan. Ihr habt die Autos auch gerade gesehen, ja? Alter Verwalter. Ach, gucke hier.
Nummer 8 von 10. Hier spricht Parrish, hör zu. Wir haben einen Unruheherd. Die Norks greifen ein Lager an und die Leute drinnen können nicht raus. Sie werden sterben, wenn keiner rechtzeitig dort ist. Ja, dann sterben halt ein paar. Opfer muss man halt nun mal... Hier spricht Firly Alpha. Ich brauche hier dringend jemanden. Was ist denn jetzt los? Jetzt braucht wieder jeder Depp Leute hier. Muss hier raus, glaube ich, ne? Was macht er denn jetzt? Hier spricht Parrish, hör zu. Wir haben einen Unruheherd. Die Norks greifen ein Lager an und die Leute drinnen können nicht raus. Sie werden sterben, wenn keiner rechtzeitig dort ist. Hüpf. Ja, ja. Wollen wir helfen? Glaube nicht. Da halte ich mich raus, das ist nicht mein Krieg. Schnauze. So, ich versuch's mal. Wir sind hier im Lager gefangen, verdammte Nox. Wir können sie nicht aufhalten. Ich bin noch da. Oh nein. So. Aber das Lager ist jetzt nutzlos. Wie? Nimm, was du tragen kannst und verschwinde von dort. Ich muss sowieso weg. Shit! Kritisch verletzt. Vielen Dank auch, meine Güte. Ja, warte mal, ich muss hier mal ein Stück nach rechts rollen. Ach nee, ist das andere rechts? Ich meine das links. Und dann komme ich schon wieder. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Ich hatte mal hier so viele Stifte. Wieso machen die sich eigentlich selbstständig? Das finde ich jetzt aber nicht cool von den Stiften. Aufstand der Stifte. Minus 4 Wertsachen. Naja, solange es nur das ist. So, einmal nachgeladen. Und dann haben wir noch 74 Meter zu unserem Zielpunkt. Achso. So, Munition aufgefüllt. Warte mal, komme ich da so hin? Nee, ne? Nee. Wie war denn das? Da sind wir schon mal hoch, irgendwie. Das weiß ich. Aber wie? Das war ein rechtes Geeire, glaube ich. Wird schon werden. Hui. Das ist ein Scanner. Finde das Bedienpanel und hacke es, um unsere Software hochzuladen. Dadurch wird der Scanner überschrieben, ohne dass die KVA etwas bemerkt. Das war... Oben war der Scanner. Ah, ne. So schlecht war das ja gar nicht, da hochzukommen. So, dann hacken wir das Ding mal. Jawohl, Sicherheitsscanner A. Fertig. Da brauchen wir nur noch B und C. Ausgezeichnet. Die Software scheint zu funktionieren. Widmen wir uns den anderen. Jo. Hier gibt es gleich mal einen kompletten Stützpunkt. Das ist auch nicht schlecht. So. Ich gehe zu Fuß. Ist mir diesmal sicherer. Wenn da hinten schon wieder hier... Der kommt in unsere Richtung. Das Ding rumfliegt. Die dicke Bertha. Wer schießt denn auf die? Trottel. Oh, Drohne. Ich bin mit meiner Maus schon wieder viel zu schnell, ne? Sorry.
Macht der Gewohnheit. Ich habe in letzter Zeit wieder ein paar Shooter gespielt. Scharfschützen hatte ich ja eigentlich alle ausgeschalten. Dürfte keiner mehr da sein. Zeit für Nummer 2. Gleiche Methode wie vorher. Hacke das Panel. So. Ein Schalldämpfer auf dem Scharfschützengewehr wäre echt ein Traum. Shit, gesperrt. Okay, da muss ich wohl außen rum. Oder hier lang? Ne, da bin ich wieder hier. Oh, da ist doch ein feindlicher Scharfschütze. Zumindest war da gerade noch so ein roter Laser. Ein roter Laser. Tja, wie komme ich jetzt da hoch? Ah. Der hat doch nicht etwa auf mich geschossen. Hat der andere natürlich nicht mitbekommen. Was ich auch gut finde. So. Oh nee, da muss ich hochfahren. Entschuldigung. Ungünstig. Außer ich spring irgendwie von hier. Das sollte eigentlich auch gehen. So viel zum Thema. Ich habe alle Scharfschützen erledigt. 13 von 15. Nee, da komme ich nicht hoch. Da brauche ich ein Moped. Da ist ein Radio. Dies ist ein Sperrgebiet. Nur woher nehmen? Oh, warte. Hier geht's auch noch lang. Gehen Sie sofort zur nächsten Friedenswächterpatrouille. Heben Sie die Hände über Ihren Kopf. Verschränken Sie Ihre Finger und knien Sie sich auf den Boden. Bewegen Sie sich nicht, während sich der Friedenswächter nähert. Wie komme ich denn da bitte hin? Beziehungsweise, wo ist denn da die Hacking Station? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die muss ja irgendwo da oben sein. Ah, warte mal, vielleicht. Von da hinten. Und da steht ein Moped. Jawohl. Kriegen wir zumindest die eine Station jetzt noch sicher. Dachte der Mann, ich muss höher. Oder geht's hier hoch? Wo muss es hochgehen? Ich habe ganz genau deinen Laser gesehen. Wo kommt man hier hoch? Ah Mann, komm doch da raus. So. Ach, hier eine Leiter. Sehr nice. Das war ja sehr schwer zu hacken. Sicherheitsscanner C. Sehr schön, dass unsere Stadt perfekt. 35 von 65. Das Überschreiben löst keinen Alarm aus. Ich wusste immer schon, dass das Vertrauen der KVA in die Technik ihre größte Schwäche ist. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche weiter. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis dahin immer schön aufmüpfig bleiben.